Und damit ganz herzlich willkommen zurück bei Minecraft, wo wir immer noch versuchen nach Hause zu gelangen. An den Einstellungen von Minecraft habe ich jetzt noch nichts verändert. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal noch nach Hause zu gelangen, in der Hoffnung, dass Minecraft auch so lange durchhält. Das wird, denke ich, jetzt, naja gut, maximal eine Folge, hoffe ich zumindest. Und dann, ja, räumen wir noch kurz unsere Taschen aus, räumen noch das mehr oder weniger wertvolle Zeug weg und das wäre es dann auch wieder für diese Folge. Ah ja, die Höhlen, die locken. Aber jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Ich hatte mir überlegt, und das werde ich dann, denke ich, auch ab nächster Folge dann so machen, wieder Matmos rauszunehmen. Es ist wirklich ein sehr schöner Mod, aber das könnte nämlich der Grund sein dafür, dass es so laggt. Ich meine, ich spiele jetzt momentan schon auf gering, ausnahmsweise. Denn ich sag mal so, vorher lief es auch. Wo eben seit Matmos nicht mehr wirklich, oder manches mal nicht mehr so wirklich, weswegen ich die dann zu gegebenen Zeitpunkt wieder raushaue. Gut, jetzt sind wir erstmal noch im Dschungel, dann im Wintergebiet und ah, das war jetzt irgendwie komisch. Machen wir es eben so. Gut. Da sind wir zumindest erstmal oben. Moment. Ah, toll. Und wir müssen etwa in die Richtung. Oh, Moment, da ist gerade wieder eine Meldung aufgegangen. Ja. Oh, gut, das war mein Fehler. Ich weiß gerade gar nicht, ob man die Meldung gesehen hat, aber ich sollte hoffentlich kein Problem sein. Und ja, wir gucken jetzt mal weiter, dass wir auch zügig jetzt nach Hause kommen. Oh, Eisen, Kohle. Und lassen wir jetzt einfach alles mal liegen. Gut, die Kuh. ...20 Leder, vielleicht bringt die uns noch mal ein. 2 sogar, ne, das läuft doch ganz gut. Oh. Gut, das tat weh. Ich laufe jetzt noch mal ganz kurz ein Stück in die Richtung hier. Auch wenn ich nicht glaube, dass es wirklich viel bringt, nämlich für den Fall, dass ihr doch so noch ein NPC-Dorf ist, aber ich denke es fast nicht. Gerade wenn ich oben auf die Karte gucke, nee. Ist nur Illusion, dass da noch was sein könnte. Noch eine Höhle. So viele Höhlen hier, das ist cool. Das ist gut. Ah, jetzt kommen wir hier schon langsam wieder in unsere Region. Ach, laufen wir einfach mal weiter jetzt. So.
Und da sind wir auch bald wieder zu Hause. Ja, ich glaube, da unten, das ist unsere Minenbasis, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, genau. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Gut, dann... ja, doch, in die Richtung müsste ungefähr sein. Ja, da ist es. Wir sind zu Hause. Yippie. Gut, ein paar schöne Sachen im Gepäck. Finde ich an sich ganz gut. Habe ich Platz für Eier? Nee, habe ich gar nicht. Tun wir mal ganz kurz ein bisschen Zeug in die Kiste rein. Erstmal das Holz. So, die vier Sachen. Und dann schnell Eier einsammeln. Und wie viele waren es? 9 Stück. Naja, besser als nichts. Komm. Na gut, wenn du nicht möchtest. Ach ja, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Gut, ab der nächsten Folge spiele ich dann wieder auf Easy. Jetzt das Einräumen hier, das lasse ich erstmal ohne. Ah, 16 Diamanten. Da haben wir Knochen. Pfeile. Na gut, die Eier nicht, das Leder. Faden. Zombiehände. Moment. Für die Blumentöpfe brauchte man doch. Also sprich, ich hau mal ein Stack Lehm in den Ofen. Ist da... Mein Gott. Gut, also nochmal, ich hau ein Stack Lehm in den Ofen. Und auf die andere Seite hauen wir gleich das Fleisch rein. So. Haben wir eigentlich noch was, was mit hoch kann? Das kann mit hoch... Leder, das Fleisch tue ich noch mit in den Ofen rein. Was haben wir noch? Sicher mal ein bisschen ordnen. Pfeile. Einmal Koppel kann hoch. Na gut, Rest lassen wir erstmal. Das und das und das. Dann pflanzliches Hammer. Kaktusse. Setzlinge. Redstone. Ah ja, hier noch unser TNT. Das mache ich erstmal dort rein. Kohle. Halt. Gold haben wir noch dazu bekommen. Eisen. Hm. Genau, hier kommen die Eier rein. Hühnchenkeule, hier nochmal die Feder, das Leder auch, da mache ich dann nochmal 5 Bücherregale, der Apfel kommt hier mit dazu, dann Holz, Tropenholz, Eichenholz, das sind... Machen wir einfach mal einen Stack draus. Und halt. Und... Nein. 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 Ja, Papier. Und Papier. Oh, ich sehe gerade, das reicht gar nicht. Halt. Halt. Und noch ein Papier.
Und nochmal zwei Bücher, haben wir 15. Dann machen wir noch ein bisschen Holz und uns ein paar Bücherregale. Na gut, 5 Stück. Besser als nichts. Ah ja, dann lege ich mich kurz hin und schaue als nächstes nochmal zu den Kühen, ob die sich wieder umgebracht haben gegenseitig. Das wäre ja auch mal ganz interessant zu erfahren. Nee, sieht gut aus. Das klingt. Ach ja. Gut, und 5 Bücherregale. Mal wieder in die Wand reingezimmert. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach mal so. Und wie hoch kann man denn jetzt schon verzaubern? Level 22, 22. Ja doch, Level 22 schon. Da, auf die Level 22. Soll ich mal die Enedia-Hacke, die wir haben, verzaubern? Moment, mal kurz gucken, wo ich die habe. Hier. Diamantspitzhacke. Oh, mach mal anders. Ich nehme mir nochmal einen Diamanten. Wir haben ja jetzt so viele gefunden. Dann repariere ich die am Amboss und hinterher verzauber ich die. Hoffentlich dann noch auf Level 22. Aber ich denke nicht, dass es so viel kosten wird. Ja, ein Level. Ein Level hat es nur gekostet, das ist gut. Und dann verzaubern wir jetzt mal die Spitzhacke auf Level 22. Effizienz 3, Haltbarkeit 3. Doch, das ist wunderbar. Keine Behutsamkeit, wie ich es gern gehabt hätte. Ah, naja, Herrgott. Effizienz und Haltbarkeit ist doch wunderbar. Und vor allem beides auf 3. Gut, Effizienz gibt es bis 5, aber ist ja egal. Ist doch wunderbar. Gut. Kann hier noch die... Das kann noch rein. Die Haken. Eimer dazu. Pflanzliches. Haben wir die Seerosen. Und dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz. Halt. Da wollte ich ja noch was machen, fällt mir gerade... Noch was machen fällt mir gerade ein. 24 Steine in der Hoffnung, das reicht. Halt. Und schon wieder hier hoch. Bisschen Erde. Nehmen wir auch mit. Und dann gucken wir ganz kurz, wie es hier aussieht. Hier ist noch Arbeit, da ist noch Arbeit. Nämlich einmal, wie es... Hier noch nicht ganz, okay. Denn ich hätte nämlich hier gern noch ein... Na gut, machen wir später mal hier noch so ein kleines Häuschen, was direkt in den Berg reingeht. Wo dann die Tierform mit integriert ist und so weiter. Aber da das momentan noch nicht so... noch nicht so da ist, kümmere ich mich erstmal darum, dass hier noch ein bisschen mehr Platz wird. Denn leider sind die Kühe platzintensiver als manch andere Tiere. Ach ja, das Spannendste der Welt. Moment, wie
viele? 1, 2, hier, 1, 2, hier. Gut. Und für alle die, die das vielleicht schon mal mitbekommen haben, das, was ich am Anfang der Folge 32, 33, keine Ahnung, eingeblendet habe, bleibt erstmal dort, sage ich gleich dazu. Einfach, weil ich glaube, dass ja auch mal wieder passieren kann. Nämlich hat, ja genau das ist nämlich das, was ich vermeiden wollte, dass hier Kühe reinkommen schon. Nee, denn ich hatte vor, Moment, jetzt sind es vor 3 Tagen, einen Hater gehabt. Also sprich, 23 Videos von mir hatten auf einmal einen Daumen runter. Aber wirklich nur einen. Und ja, das ist was, wo ich mir dann an den Kopf greife und sage, was hat der Mensch nur für Langeweile? Weil ganz ehrlich, wenn Hater, gut, wenn sie denken, dass es gut ist, sollen sie es machen. Aber dann bitte sollen sie mich in Ruhe lassen, mich mein Zeug machen lassen. Weil, wenn jemand meine Videos nicht mag, habe ich natürlich auch kein Problem damit. Es kann ja nicht jeder meine Videos mögen. Aber, wenn er die Videos nicht mag, dann kann er wenigstens auch so intelligent sein und mir eine Kritik schreiben, was ich vielleicht besser machen kann. Ich sag mal so, ich bin für Kritik offen. Gut, bei manchen Sachen wird es vielleicht ein bisschen schwierig umzusetzen. Und manche Sachen kann ich vielleicht momentan auch nicht machen, aber ich würde es zumindest versuchen. Also, wenn euch die Videos nicht gefallen, ihr könnt einen Daumen runter geben, aber dann schreibt bitte auch dorthin, warum. Und das bitte auch auf eine nicht beleidigende Art und Weise. Das kann ich auch nicht unbedingt gebrauchen, beziehungsweise ich werde den Kommentar dann auch entfernen. Aber ihr dürft natürlich sehr gern eine vernünftige Kritik schreiben. Oder auch nur, wenn euch die Videos gefallen, dürft ihr das natürlich auch schreiben, kein Problem. Freue ich mich auch immer drüber. Aber daran möchte ich mich jetzt auch nicht ganz so lange aufhalten. Nur für den, und nur damit ihr euch nicht wundert. Aber ich denke, der Hater hat mich auch in Ruhe gelassen.